Wegen Setzling? Nicht euer Ernst. Nee, nein, nein. Oh Gott, und jetzt komme ich hier nicht raus. Oh Gott. Gut, dann muss ich halt warten, bis Tag wird. Ich werde hier übrigens weiterbauen, deswegen mache ich das hier oben ein bisschen frei. Machen sich oben mal frei. Genau die Höhe muss das auch bleiben. Also ich höre ein Skelett, ich höre ein Zombie und ich sehe die Sonne. Ja, ich gehe gleich oben farmen. So, und dann baue ich auch da oben die Birken wieder ab. Ich habe noch ein paar Birkensetzlinge und sowas. Und ich kann jetzt in die Truhe mal einsortieren in der Zeit. Steinziegel brauche ich noch, so brauche ich auch noch. Eichenholzbretter behalte ich auch dabei. Pflasterstein behalte ich auch dabei. Pflasterstein. Platte brauche ich nicht. Eimer brauche ich gerade auch nicht. Fichtensetzling brauche ich gerade auch nicht. Fäden auch nicht. Oh, Schweinfleisch. So. Und cool. Dann kommt auch hier das Schweinefleisch rein, Zuckerrohr. Schild von Aufbürden setzen bald dabei. Sand auch erstmal rein. Kohle, ein Kohle. Glasscheibe, Samen. Wieder Samen gesagt. Steinziegel, Erde, 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 Fichtenholzbretter, Knochen, Erde, noch mehr Erde, Eichenholzbretter, Steinziegel. Steinziegel haben wir jetzt viele, Fichtenholzbretter. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Erde, so, Steinziegel, mehr Stein. Gehen wir auch die Steinziegel machen. Wie brauchen wir nämlich noch? Pflasterstein. Alle Pflastersteine hat man noch hier. Steinziegel hat man auch noch. Ja, dann haben wir hier noch. Und hier haben wir Erde. Ich sortiere jetzt. Ihr merkt es vielleicht. So. Nerv. Eine Kohle, scheiße, mir geht die Kohle aus. So ein Dreck. Birkensetzling. Ich habe die Druckplatte vergessen. Nein. Die hatte ich vergessen. Ja. Muss ja zugeben. Ja, aber, Druckplatte. Ist schon wieder aufgesammelt hier. So. Perfekt. So. Wo rennt jetzt der Zombie rum? Da hinten. Nicht euer Ernst. Hast du einen Arsch offen? Alter! Gut, dass ich gerade noch Erde dabei habe, sonst wäre ich echt böse. Ja, aber nicht Eichenholzbretter. Ich glaube, ich muss mir auch dieses Inventory Tweaks holen, dass Gronkh ja auch diese Mod drauf hat. Mir ist wie tierisch auf den Keks, das mal von alleine dann umzusetzen.
Hätte er nicht in den Baum explodieren können, wo ich will, obwohl nee, dann wäre Baum, wäre Holz verloren gegangen. So. Uncool, ich habe hier irgendwo eine Höhle. So. Achso, genau, ich wollte ja noch die anderen Setzlinge setzen. Birkensetzlinge. Oh. So, Birken haben wir genug. Aber brauchen wir auch. Sehr schön. Ja, Eichen brauchen wir auch. Vor allem Eichensetzlinge. Hätte ich ganz gerne noch, weil ich das Eichenholz trotzdem noch weit schöner finde als das Birken, als das Fichtenholz. Ich meine, ich bin ja eigentlich ein Fan von so nordischen Gebieten. Aber in Minecraft mag ich irgendwie das Schneegebiet überhaupt nicht. So, der Wald hier oben ist auch eher noch provisorisch. Dann kommen ja daher, würde ich gerne hier, wenn man will, ich eine weite Ebene machen und dort dann die Felder draufbringen. Das heißt, man kommt dann hier aus dem Turm raus und hat dann die Felder vor sich, durch die man dann durchgehen kann. Das gehe ich aber irgendwann mal an, das ist echt viel Arbeit hier. Hier ist das Wegreißen quasi, hier hinlegen, Alter. Man kann das schon nutzen, dass das hier abschüssig ist. Das kann man hier gut nutzen. Für dann die eventuelle Erntemaschine oder sowas. Auch wenn dann das da hinten irgendwo ist, das Abernten. So, gleich mal die ganzen Setzlinge einsammeln. Birkensetzling. Ja. Wo sind die Eichensetzlinge? Warum gibt es keine Eichensetzlinge? Hallo? Mach jetzt hier was aus Frust kaputt. Ich verhungere schon wieder. Ja, nochmal ein nettes Steak. So. Alter, wo sind meine. Hä? Noch mehr Birkensetzlinge. Ja. Also, ich habe hier bald einen Birkenwald. Ich möchte jetzt gerne Eichensetzlinge haben. Ernsthaft. Da ist einer. Krasser Scheiß. Ein zweiter. Sehr gut. Oh, ein dritter. Ja, endlich. Da habe ich ja genau einen Baum plus gemacht. Zwei Bäume plus gemacht. Cool. Nein, das war. Oh Gott, das waren auch noch. Ich hab gar nichts plus gemacht hier. Plus gemacht in meinen Arsch. So. Ich will keine Birkensatzlänge mehr. Okay, ich lasse jetzt die Birken erstmal weg. Ich habe ja schon ein paar gesetzt. Bringt mich gerade nicht zu viel. Ich möchte gerne ein paar Eichen haben. Muss ja natürliche Selektion vornehmen. Von mir aus. Erde? Ja, Erde habe ich nicht mehr, außer den 460er-Stack da noch. Ja, es nervt mich einfach tierisch. Hört auf zu meckern. Ich höre euch doch meckern bis hierher. Terraforming gehört auch dazu. Und ich mag das gerne. Ich mache Terraforming gerne in Minecraft. Ich bin gerne dort. Jegliche Bettsprüche verkneife ich mir um diese Uhrzeit. Es ist nämlich gerade 9.02 Uhr morgens. Das heißt, ich nehme auch schon wieder seit fast anderthalb Stunden auf. Ich kann hier eigentlich weg. Das komische Gedöttel hier oben.
Ja, ich hab genau gewusst, dass da irgendwo Stein ist, und eine Scheiße. Ich hasse euch. Also nicht euch, die ihr zuguckt, sondern euch, die Minecraft-Götter. Muss ich alles... Oh Gott, nein. Muss ich den Stein wegmachen und das mit Erde austauschen. Ich sollte mir unten mal auch langsam das Feld vergrößern. Hat er noch irgendwo einen, oder? Nein, hatte ich nicht. Okay, dann hatte Minecraft-Gott mir gesagt, dass ich da jetzt nicht weitermachen soll. So, ich gucke hier nochmal. Da haben wir noch ein paar Setzlinge. Und wieder keine Eichensetzlinge. Wachsen hier Eichen so schlecht oder was ist los? Alter, wie viele Birkensetzlinge ich hier habe. Meine Güte. Na gut, okay. Ich hatte... Nein. Ich hätte gehofft, ich habe hier irgendwo noch Knochen in der Tasche, aber nein. Minecraft-Gott sagt nein. Er müsste das selbst zugeben, das sieht doch schrecklich aus, das ganze Verwüstete hier. Das ist doch kacke. Ach komm. So. Und was bist du? Oh, nein. Ernsthaft? Ein Ei. Ist der echt? Den habe ich doch vorhin erst gepflanzt, ey. Naja, hier ist auch immer ein bisschen die Chance da, wenn ich das hier so abbaue. Dass ich da vielleicht noch irgendwo ein Kohlevorkommen finde. Was mir ehrlich gesagt sehr lieb wäre. Weil ohne Kohle muss ich Holz verbrennen und dann sind die Eichensetzlinge dann, die Birkensetzlinge, beziehungsweise die ganzen Birken, die ich dann dementsprechend habe, sehr willkommen. Und es wird wieder dunkel. Nun gut. Ich habe kein bisschen an dem Dingsbeit mitgebaut. Machen wir dann quasi morgen. Alter. Machen wir dann morgen an dem Haus hier weiterbauen. Schweini, was machst du denn hier unten? Jetzt ist er aufgeregt. So. Schlafen. Und dann wird jetzt hier der Boden verlegt und oben dann, Wände. So. So, ist genug Birkenholz für alle da. Ja, das habe ich ja gut gemacht. Stufen. Das war ja geil. Oh Gott. Ja. Ja, sieht doch annehmbar aus hier. Okay, ja, die Wand, die mache ich definitiv noch anders. Es meckert nicht. Ich bin noch nicht fertig.